Moin moin und willkommen zurück zu Dawn of War 2 Retribution. So, wir haben auf Typhon noch eine optionale Mission gegen die Elder, wie es aussieht. Schauen wir mal rein. Brothers and sisters, the human ships have carved large fissures into the world. Some deep enough to cleave the buried craft world. We located the Infinity Circuit. The flames reach deep and every biodome. Every soul stone. Nothing remains for us here. All to report to the Webway Assembly. Once we return to the Webway, we will collapse the channel to the craft world, sealing this tomb for eternity. It is rare to have the element of surprise against the Eldar, and we may obtain something of value from them. Sind schon ein bisschen böse. Die wollen eigentlich nur flüchten und wir gehen da jetzt rein und nehmen alles, was wir kriegen können. So. Destroy the Webway Assembly. Ja, die kriegen wir bestimmt auch. Okay, Webway Gates zerstören. Reduziert etwas deren Rückzug. Garrison and Armor. Ja, stark verteidigt und so weiter. Ach, das kriegen wir alles hin. Wir haben, gegen Fahrzeuge haben wir Martellus und Tarkis. Das ist ein... Das Setup ist für alles zu brauchen. Ja, das Dreadnoughts oder andere Fahrzeuge Mauern kaputt machen können und dadurch einige Abkürzungen entstehen können. Das haben wir schon gemerkt. You dare violate this tomb, you pathetic, soulless savages! Very well, if you are so eager to hear our cries, I shall shred your mind with the wail of the Banshee! Butcher them! Do not let them near the gates or the assembly! Eldar! Your death comes! Cyrus, sorg du einfach mal nebenbei für. I have slain many harder foes. This is Tarkin, Sino targeted. Now's the time for salt to become tea. Eldar are stronger, I am a king here! So. Oh, wir sind wieder unter Zeitdruck. Ja, mal sehen, was wir kriegen können. So, komm. Einfach weg mit denen. So, da können wir anscheinend nicht durch. Wirkt auch mehr oder weniger alles geradlinig. So ziemlich. Protect the Webway Gates! They lend the power to hasten our escape! Losing one will slow the Assembly's departure into the Webway! Keine Sorge, die kriegen wir auch noch. So, ist das jetzt nicht mittlerweile ziemlich stark geworden? Wenn er denn könnte. Naja. So, das wird alles schon mal eingenommen. Chef, geht da rein. Du feuerst mal bitte Tarkis. So, die Ressourcen haben wir. Aufmachen. Salves, Kiste, danke. Hier ist noch eine. Und
vor allem mal Schaden hier. So, es geht schon mal dahin, hier das einzunehmen. Ja, hier wäre eine Abkürzung, ist uns aber ja gar nicht mal so wichtig. Waiting for orders. Moving to capture. I am under attack. I have slain many harder. Was wir wieder jetzt gerade bekommen haben. Ja, hier wäre eine Abkürzung. Ich könnte mir natürlich einen Dreadnought holen, aber ich möchte ja auch die sekundären Punkte mir besorgen. Banshee attack. All shall yield or fall before us. Slap that bitch. Tja. Ja, komm, dann ist einfach eine Granate. Okay, ja, dadurch wird es dann immer langsamer. Den haben wir. On my way. So, der Chef geht ein bisschen vor. Attacking Eldar! Genau, du brauchst dich gar nicht aufbauen. I have the weapon. Rest done. There are still targets to engage. So, hier hätten wir dann Kommandozentrale, die wir ja so eigentlich gar nicht brauchen, praktisch gesehen. Zwei Stück sind da soweit auch schon kaputt. Und das Ding ist einfach jetzt schon so kaputt. Schmeißen wir da einfach mal kurz. Ja, das Ding ist auch gleich kaputt. Können wir da denn hoch? So, seltsam aus. Okay. Hier ist nämlich irgendwo noch ein Webweg. Ah, okay, hier unten lang. It will be done as you wish. Ne, wir haben alle. Das war der letzte, aber die Gegner kommen trotzdem noch. Gehen noch drauf. Heading there now. Ich will mir hier die Ressourcen mitnehmen. Den Punkt für Einheiten brauchen wir jetzt auch eigentlich gar nicht. Aber was soll's. Und jetzt haben wir ganze 11 Minuten, um da vorne für Ruhe zu sorgen. So. Unter anderem könnten wir hier mal eine Granate reinpacken. Artillerie. Oh, Prism Tank.
Leider nicht genügend für ein Orbital Strike. Ich etwas schade. So, jetzt wird nicht mehr geflüchtet. Ja, anscheinend durch. Nee, doch nicht durch den eigenen Turm. Very well. Nibble and scavenge at our bodies, mindless vermin. The Inquisition's ships come for all in this sector. It matters not whether you die by our hand or theirs. Dazu lassen wir es nicht kommen. This victory will long be remembered in the halls of glory. Iron Halo. Wir sehen, vielleicht ist das Ding ja gar nicht schlecht. Ja, unsere Helden sind Level 10, da passiert nichts mehr. Necron Bane. Ganz, ganz langsamer Angriff. Setup nicht für Tarkus. 100, 100, 100. Tja, Assault Squad finde ich aber sowas von blödsinnig. Da ist diese Fähigkeit mit Advanced Targeting. Nee, ist nicht so toll. Nehmen wir das Ding einfach mal. Und schauen jetzt, was an Gegenständen gerade da ist. Cluster Mines. Naja. Dann haben wir hier Plasma Cannon. Eine neue. Oh, fast doppelter Schaden. Und sonst. Und macht genauer dann auch noch. Finde ich gut. Vor allem gegen Gebäude und so. Es bringt mehr als hier. Auch die Reichweite ist höher als die Laserkanonen. Ja. Ist Müll. Die Laserkanonen. Halo. Ja, Force Field, um Schaden abzuhalten. Statt 250 Leben, was schon fast wenig ist. Aber Rüstung ist nicht wenig. Ich finde das hier besser. Upgrade für Assault Marines bringt uns nichts. Next Predator Upgrade. Haben wir schon einen? Ja. Enhanced Armor finde ich gut, aber dann noch mit Laser Cannons. Vielleicht kriegen wir das noch in Cyrene. Ja, kriegen wir. Und dann ist dieses Teil sehr gut. Dann haben wir zur Not sehr gute Predator-Panzer. Dann bin ich mal gespannt, was auf Cyrene auf uns wartet. Mal sehen, ob wir da Kyvis finden. Kyvis, nicht Cyrus. Cyrus ist in unserem Team. Bis zur nächsten Mission. Ciao, ciao.